Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Tja, es ist soweit, die Corona-Welle hat uns alle erreicht und aus diesem Grund wird es in den nächsten Videos wahrscheinlich denselben Kai in demselben Outfit, in derselben Szene geben, denn unsere Company, also da wo ich arbeite, das wurde alles unter Homeoffice gesetzt, deshalb bin ich jetzt ganz viel zu Hause und dachte mir, dass ich heute dann nach der Arbeit einfach mal ein bisschen was aufnehme. Tja, und heute soll es eben, weil so viele Leute auf meinem Kanal das Thema Oud interessant finden, um die Unterschiede von verschiedenen Preiskategorien von Oud gehen. Ich finde das nämlich mega spannend, das Thema. Man kann wirklich starke Unterschiede feststellen, wenn man jetzt ein preiswertes Oudöl kauft versus ein hochpreisigeres Oudöl. Und nach oben hin ist es ja quasi fast schon unbegrenzt, denn es gibt Öle, die kosten 1500 Euro für ein Gramm, was extrem viel Geld ist. Sowas werde ich euch aber in diesem Video noch nicht vorstellen können, weil dafür hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen das Geld gefehlt. Aber ich besitze eben inzwischen eine ganze Reihe von Oud-Destillaten und in dem heutigen Video möchte ich euch einfach so ein paar Unterschiede mal vorstellen. Fangen wir an mit einem preiswerten Öl, was mir mal von einem Zuschauer geschickt wurde, der das für um die 20 Dollar in, ich glaube, wo war es? Ja, er war irgendwo in Marokko oder so unterwegs und hat dann da eben dieses Oudöl gekauft. Und das ist so quasi das Niedrigste vom Preis her, was man kriegen kann. Und ich muss ehrlich sagen, man erkennt bei diesem preiswerten Öl tatsächlich schon, wie Oud riecht und man erkennt schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Aber es ist eben zu diesem Preis noch sehr eindimensional und der Duft entwickelt sich nicht lange, es hält auch nicht so übertrieben lange, es projiziert nicht so lange und es hat einfach nicht diese harzige Tiefe, die die teureren Öle haben, sondern es ist ein sehr schaler und linearer und teilweise auch langweiliger Duft. Also ich persönlich habe mich da sehr schnell dran satt gerochen und habe das auch erst relativ spät in meiner Oud-Reise bekommen, wusste also schon, wie teurere Öle riechen und deshalb war es für mich, ja, jetzt nicht so mega spannend, dieses Öl zu riechen und ich habe das, glaube ich, kein einziges Mal so länger auf der Haut getragen. Also wie gesagt, man erkennt hier schon, dass es Oud ist. Würde ich es jemandem jetzt empfehlen, sich sowas zu kaufen, selbst wenn es nur 20 Dollar sind? Wahrscheinlich eher nicht, weil du nämlich mit einem etwas höheren Preis dann schon deutlich bessere Öle bekommst, beziehungsweise wenn du dir für 20, 30 Dollar ein Sample von einem richtig tollen Oudöl holst, was Programm dann vielleicht 200, 300 Euro kostet, aber eben in so einer Mini-Abfüllung dann du das bekommst, dann wirst du einfach viel, viel mehr davon haben und wirst auch direkt merken, was das für ein toller, toller Rohstoff ist, während das hier wahrscheinlich eher die Lust an dem Ganzen so ein bisschen eindämpft. Dann kommen wir zu einem etwas teureren Öl, was ich habe. Das ist eine Destillation unbekannter Herkunft. Ich glaube, dass sie aus Kambodscha kommt, bin mir aber nicht wirklich sicher. Und dieses Öl hier habe ich für 80 Dollar pro Gramm bekommen, was ja schon deutlich teurer ist und für die meisten wahrscheinlich schon so die Schmerzgrenze. Aber ich kann ehrlich sagen, dass es für diesen Preis, weil das immer noch relativ wenig ist, schon ein sehr spannender, schon ein sehr spannendes Öl ist. Es ist deutlich tiefer von dem Duftspektrum her. Es ist deutlich würziger. Es bleibt deutlich länger und es kommen auch über den Duftverlauf immer mehr andere Noten heraus. Spannend ist bei Oud, finde ich, immer, dass es ja eigentlich ein Holz ist. Also eigentlich sollte das nur ein holziger, harziger Duft sein, aber dass eben häufig Fruchtnoten dadurch kommen oder florale Noten und das wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein kann, was du da riechst. Und hier merkt man schon, dass es nicht so ein Allerlei von der Stange ist, sondern dass es schon in etwas ja, ausgefallenere und funkigere Richtung geht. Auch jetzt vielleicht nicht für jeden beim ersten Riechen ein absoluter Yay-Moment ist. Aber du merkst einfach schon, dass hier viel, viel mehr hintersteckt. Es ist viel harziger, viel tiefer. Und es hat am Anfang so eine leicht, leicht blumige Kopfnote. Ähnlich vom Preis her, aber deutlich höher von der Qualität her, ist dann Oud Extraordinaire von Ensa Oud. Das ist eine Destillation aus Thailand aus dem Jahr 2018. Und da merkt man schon, in was für Richtungen das Ganze gehen kann. Denn das hier ist komplett anders als alles, was ich bis jetzt an Oud gerochen habe. Es ist ein sehr fruchtiger, sanfter Oud-Mix, der auch außerordentlich dickflüssig ist. Ich werde das jetzt nicht machen, aber ich werde euch das gleich mal zeigen, dass ihr auch die Unterschiede in der Konsistenz und in der Farbe sehen könnt. Auf jeden Fall ist das hier ein Destillat, was ihr so wahrscheinlich kein zweites Mal finden werdet, auch von dieser honigartigen und harzigen
Duftkomposition, die das Ganze hat. Also wirklich sehr, sehr sanft auf einer Seite, aber auf der anderen Seite dann auch sehr tiefgehend und sehr harzig und wirklich gar kein Vergleich mit diesem 20-Dollar Oud, was ich am Anfang gezeigt habe. Und ich finde es schon spannend, dass allein schon zwischen diesen beiden Ölen, die ja eigentlich vom Preis her sehr ähnlich sind, dass es da vom Duftcharakter her so deutliche Unterschiede gibt. Denn das hier ist übertrieben sanft und fruchtig und cremig. Und hier ist es eben etwas schärfer, etwas lederiger, würziger und etwas floraler. Also wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Duftcharaktere aus eigentlich demselben Rohstoff. Damit komme ich dann noch zu dem hochwertigsten Destillat, was ich persönlich besitze. Und das ist Sri Seren von NZAU. Das ist ungefähr der doppelte Grammpreis, den ich bezahlt habe, verglichen mit Oud Extraordinaire. Das ist ein Destillat aus Sri Lanka, was auch wieder komplett anders riecht und auch eine komplett andere Konsistenz hat als das vorige Destillat. Denn hier ist es fast schon so eine Ambergris-maritime Note, die einen erwartet. Also das riecht wirklich gar nicht nach diesem typischen Oud-Duft, den so viele Parfums auch versuchen zu kreieren, sondern es ist fast ein komplett eigenständiges Parfum, würde ich sagen. Mit einer würzigen, vetiverartigen Komponente und dann aber diesem stark maritimen und einem leicht floralen. Es ist ein sehr leichter Duft, der aber trotzdem übertrieben lange hält und auch übertrieben lange projiziert und wirklich ein sehr, sehr einzigartiges, eine sehr, sehr einzigartige Geschichte. Und deshalb würde ich sagen, kommt es in diesem Preisbereich auch wirklich darauf an, was du riechen möchtest und was für dich so den Charakter widerspiegelt, den du in einem Öl haben möchtest. Und das ist auch der Grund, warum die Sachen so teuer sind, weil es sich einfach, je teurer es wird, immer mehr in verschiedene Richtungen entwickelt und auch immer differenzierter und feiner wird. Das bedeutet, wenn dir jetzt bei all diesen Sachen der Kopf schwirrt, merkt ihr einfach nur, wenn bei Parfums dabei steht, dass es kambodschanisches Oud ist oder die Leute sagen, das ist laotisches Oud, ist es wahrscheinlich einfach nur ein Wort, was da steht. Denn man kann das nicht so wirklich in einen Topf stecken und man kann auch nicht wirklich sagen, dass Öle jetzt ähnlich oder gleich riechen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass in den meisten Parfums die erste Kategorie von Oud drin ist, weil es nämlich billig ist und sich in Massen herstellen lässt, es aber nicht wirklich den Charakter von einem hochwertigen Destillat widerspiegelt und dementsprechend die Marge auf diese Parfums auch einfach übertrieben hoch ist und du nicht wirklich was von dem echten Rohstoff mitbekommst. Wie dem auch sei, ich hoffe, das war zumindest ein bisschen interessant für dich, mal etwas zu hören über die verschiedenen Duftrichtungen, die Oud haben kann, auch mal die verschiedenen Konsistenzen zu sehen. Und auch wenn du natürlich jetzt durch die Kamera durch nicht riechen kannst, wie das Ganze riecht, hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du selber schon mal Oud probiert hast, dann schreib mir gerne deine Eindrücke in die Kommentare rein und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, dein Kai.